so das Boxers zweiten Hauptkampf am 18. Mai. Vielleicht sagen Sie ein paar Wörter zu Ihrer Gegnerin, zu Ihnen. Ja, meine Gegnerin hält momentan den Titel im Federgewicht und seit 10 Jahren ist sie ungeschlagen. Von daher wird sie sehr interessant gekämpft werden. Und ja, wie haben Sie sich auf diesen Kampf vorbereitet? Die Vorbereitung lief sehr gut und ja, also ich bin topfit und jetzt kann es langsam losgehen. Es gab ja schon heute eine Pressekonferenz, also Pressevorstellung. Wie steht es zum Frauenboxen in Deutschland zurzeit? Was würden Sie sagen? Also es wird immer interessanter auf jeden Fall. Das Frauenboxen wird immer populärer und ich denke mal, wir haben gute Leute, die nachziehen. Also wir können uns auch was gefasst machen. Vielleicht erzählen Sie kurz über sich. Ja, ich bin Nina Meinke, bin 25 Jahre alt, habe jetzt im Februar um die Interims-WM geboxt, auch gewonnen. Und von daher bin ich jetzt die Herausforderung für die WM. Was sind Ihre nächsten Ziele, also wenn Sie diesen Kampf gewinnen sollen? Mal schauen, wir gucken jetzt erstmal Step by Step und jetzt erstmal Freitag auf dem Programm. Und was erwarten Sie von diesem Kampf? Also ein vorzeitiger Erfolg oder wird es wieder runden gehen? Was denken Sie? Man weiß nie, im Boxen kann alles passieren. Also ich plane jetzt kein K.O., das kommt, wenn es kommt, dann kommt es. Allerdings habe ich mir auch 10 harte Runden eingestellt und bin topfit dafür und ja. Viele Frauen absolvieren auch Sparrings mit Männern. Wie sieht es bei Ihnen aus? Ja, bei uns, wir trainieren auch mit Männern. Allerdings hatte ich jetzt hier für die Vorbereitung auch 2 Frauen eingeladen. Einmal die Kalia Kuruni aus England, unter anderem auch die Zena. Und weil es ist immer noch mal was anderes, wenn man mit den Frauen auch Sparring macht. Aber wie gesagt, mit Männern wird auch trainiert. Und sind die noch in Berlin? Ja, auch in Berlin, genau, im TSC. Und wie sieht es in Berlin mit Boxen aus? Ja, in Berlin, wie gesagt, also wir haben im TSC, beim Amateursport, gibt es momentan sehr viele Nachwuchstalente. Sieht gut aus. Okay, danke schön, viel Erfolg. Gerne.